jetzt gemeinsam auf die Anträge von SPD und FDP, Tagesordnungspunkt 12 und von AfD, Tagesordnungspunkt 13. Und zwar einmal der Antrag von SPD und FDP, gemeinsamer Antrag der Fraktion von SPD und FDP zur Wahl eines einer hauptamtlichen ersten Kreis Beigeordneten und Tagesordnungspunkt 13, wenn wir mitbehandeln wollen, Antrag der AfD-Kreistagsfraktion zur Änderung der Hauptsatzung hier Besetzung Kreisausschuss. Darf um Wortmeldung bitten. Gestellt bekommt, der auch dann natürlich die Vertretung im Amt ist. Und
können Ehrenamtliche in der Form gar nicht leisten. Es gibt viele Modelle, vor Jahren hat Rheingau Taunuskreis angefangen mit ehrenamtlichen Dezernaten im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Ja gut, das hängt dann mit handelnden Personen zusammen, aber ob das alles effektiv ist, da haben wir große Zweifel. Und deswegen glaube ich, gibt es an der sachlichen Notwendigkeit, dass wir eine weitere hauptamtliche Präsenz haben und Notwendigkeit an die Stelle setzen, keine Zweifel. Ohne jetzt, so viel gehen wir schon miteinander um, ohne jetzt aus den einzelnen Gesprächen, die wir auch im Zusammenhang mit der Situation nach der Kommunalwahl mit vielen Fraktionen geführt haben, hat keiner ernsthaft die Notwendigkeit einer weiteren hauptamtlichen Stelle in Frage gestellt. Warum auch? Weil sie sachlich gebunden ist. Und der Hinweis, das könnten ehrenamtliche leisten, ist falsch. Die Begründung habe ich eben nicht verstanden, was das mit anderen Stellen zu tun hat, aber geschenkt an der Stelle. Und die Kosten für diese Stellen sind vertretbar. Der Gesetzgeber hat die Besoldung geregelt, D5. Dass natürlich ein Sekretariat dazu gehört, ist auch klar. Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Schwein-Eber-Kreis ist eher bescheiden. Ich könnte Ihnen Fälle aus Hessen nehmen. Wir haben den Main-Taunus-Kreis, wo es demnächst neben dem Landrat drei hauptamtliche Beiträge gibt. Drei, Herr Kollege Siebert. Weil Sie wissen, dass die Wünsche der Koalitionspartner umso mehrere haben. Umso mehrere. Es sind alles sachliche Gründe, kein Thema, also da geht es nicht um Kostenbesetzung, sondern sachlich, nein. So ehrlich muss man miteinander umgehen. Wenn man politische Verantwortung trägt, will man sich da auch irgendwo wiederfinden. Das ist auch völlig in Ordnung in einer demokratischen Gesellschaft und Struktur. Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, gibt es den Antrag von FDP und SPD, heute einen Wahlvorbereitungsausschuss einzusetzen. Das ist die formale Voraussetzung, dass die Stelle ausgeschrieben wird, dass es ein entsprechendes Auswahlverfahren gibt und dann der Kreistag nach unserer Auffassung auch möglichst zeitnah eine Entscheidung trifft. Wir sind der Auffassung, neben dem Landrat braucht es eine weitere hauptamtliche Person. Das ist sachlich geboten. Das wird im Kreis erwartet von den Bürgerinnen und Bürgern. Und es war der Größe eines Kreises 180.000 Einwohner an einer riesigen Fläche sachlich geboten. Alles andere ist nach unserer Auffassung nicht sachgerecht. Das ist dann eher schon so etwas in Richtung Populismus nach dem Motto, wir wollen dann weniger Hauptamtliche. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bitten wir um Zustimmung zur Einsetzung dieses Wahlvorbereitungsausschusses, damit die öffentliche Ausschreibung erfolgen kann und dann im Herbst auch die Besetzung erstellen. Vielen Dank. Sicher,
kein Versorgungsfall, wie uns die AfD suggerieren will. Installieren wir heute den Wahlvorbereitungsausschuss. Dem Antrag der AfD-Fraktion stimmen die Freien Wähler nicht zu. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Jäger. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor, sodass wir zur Abstimmung kommen können. Der Tagesordnungspunkt 13 erscheint mir der weiterliegende, deswegen stimme ich über ihn zuerst ab. Wer für den Tagesordnungspunkt 13 Antrag der AfD ist, hier bitte um das Handzeichen. Gegenprobe. Enthaltung. Damit mit Mehrheit, großer Mehrheit abgelehnt. Dann stimme ich auch über den Antrag der SPD und FED zur Wahl des ersten Kreises beigeordnet. Wer für den Antrag ist, bitte um das Handzeichen. Gegenprobe. Enthaltung. Gegen die Stimmen der AfD also mehrheitlich angenommen. Ich möchte nur mal kurz darauf hinweisen, also der Ausschuss wird aus 13 Mitgliedern bestehen, entsprechend dem Antrag und das ein Benennungsverfahren durchzuführen ist. Die Fraktionen werden also die Mitglieder benennen und ich werde noch heute nach dem Ende der Sitzung noch einen Termin bekannt geben oder vorschlagen, dass wir uns auf einen Termin einigen können. Und es wäre nett, wenn eben die Fraktionen mir im Benennungsverfahren schnell die Mitglieder